Herzlich willkommen zu Werde Designer Podcast Nummer 1. Hier geht es um Mode und Bekleidung, Schnitte, Stoffdrapieren und das Abformen. Meine Videos und Podcasts sind Liebesbriefe an meinen Beruf der Schnittdirektrice und bieten dir professionelles Know-how in Grundschnitt, Schnittanpassung, Abformen, Figurtypen, Design und Farbgestaltung. Hast du die Nase voll vom Malen nach Zahlen, 2 cm nach rechts, 4 cm nach oben? Deine Projekte sollen auch optisch überzeugen? Du willst nicht in Grau, nicht groß bemustert oder in Sackform herumlaufen? Nur nachmachen ist dir zu wenig? Hier gibt's profunden Input zu den Themen Schnitt, Mode, Stil für deine individuelle Weiterentwicklung in deinem Tempo zum unabhängigen Designer oder zur unabhängigen Designerin. Kostenlose PDFs findest du im Menü unter Downloads auf www.werdedesigner.com. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mache dich von kommerziellen Schnittmustern unabhängiger. Kommerzielle Schnittmuster wurden mit Normalmaßen, also Durchschnittswerten, auch bei der BH-Körbchengröße erstellt. Hier liegen die Probleme. Den gekauften Schnitt an die eigene, größere, kleinere Körbchengröße anzupassen und viele weitere Probleme erfordert Fachkenntnisse. Diese kannst du mit meiner Hilfe erlernen. Wie kommst du nun zu einem Grundschnitt? Es gibt zwei Wege für eine zeitsparende und professionelle Erstellung eines Grundschnitts. Das Abformen, englisch Draping, mit Nessel am Körper und die Konstruktion mit Lineal und Bleistift auf dem Papier, englisch Pattern Making. Wenn du viel Zeit für die Erstellung und Anpassung bei der Anprobe brauchst, ist das ein sicheres Anzeichen für eine laienhaft gemachte Anleitung, beispielsweise in Blogs und auf YouTube, der du besser in Zukunft nicht mehr folgen solltest. Beispiel: Ein Viertel Hüftumfang plus 2 cm ergibt im Ganzen 4 mal 2 cm, also 8 cm mehr Weite bei einem Grundschnitt für eine Hose, der eigentlich auf der Hüfte auflegen sollte, damit die Passform beurteilt werden kann. Oft werden Anleitungen, die für Jersey-Schnitte, auch oft für Kinder gedacht sind, für Tutorials, für Damenschnitte, für Webware hergenommen, was dann natürlich nicht passen kann. Stoffe und Zeit werden verschwendet zugunsten von Klicks. Hier ein Zitat aus der Kommentarspalte eines Hosenvideos von Werde Designer. Hallo, ich möchte mir eine Hose nähen, die endlich gut sitzt. Ich bin klein, 1,52 Meter, aber leider zu dick. Keine Hose sitzt vernünftig, da ich einen sehr großen und hohen Po habe und auch keine dünnen Beine. Ich möchte mir eine Hose konstruieren, die von Mitte, vom Po her, leicht schräg nach unten verläuft, nicht eng unterm Po. Leicht schräg nach unten hin enger werdend. Das Hosenbein sollte unten einen Umfang von 40 cm haben. Wie schwierig es ist, eine passende Hose nach meinen Maßen zu nähen, kann ich dir hier mitteilen. Seite außen 92 cm, innen 70 cm, Schrittlänge hinten 42, vorn 27 cm, Hüftumfang 114 cm, Taille 95 cm. Schenkel 68 cm. Das sind unmögliche Maße. Ich verzweifle fast und habe mir schon zig Hosen genäht. Ich möchte hinten mit Gummizug raus und vorn glatt nähen. Keine Abnäher. Bei der Figur trage ich alles drüber. Gibt es bei der Figur überhaupt eine Möglichkeit, eine Hose zu machen, die vernünftig fällt und sitzt? Hilfe! Ende des Zitats. Der an der Puppe modellierte drapierte Grundschnitt wird anschließend auf Papier übertragen. Der konstruierte Schnitt wird bei der Anprobe durch Modellieren an den Körper angepasst. Stoffe sind mehr oder weniger dick und flexibel. Der Fadenlauf ist mal längs, mal diagonal. Eine Anprobe ist daher immer notwendig. Schnittkonstruktion. Für die Schnittkonstruktion gibt es weltweit sehr viele verschiedene Konstruktionssysteme, die durch Mentalität und Proportionen Körpergröße geprägt wurden. In Italien zum Beispiel fallen daher die Kleidergrößen kleiner aus. In manchen Ländern sind die Systeme gröber, in Frankreich feiner und stilvoller. Für uns sind daher die deutschen Systeme, beispielsweise Müller und Sohn, geeigneter. Die Mühe lohnt sich, denn die einmal gelernten Schritte der Konstruktion können dann auf Konstruktionen für Kinder- und Herrenmode übertragen werden.
Für den Grundschnitt für ein Kleid brauchst du nicht zwei Grundschnitte, also nicht Oberteil- und Rockgrundschnitt, sondern du kannst den Oberteilgrundschnitt, wie in einem Tutorial von mir gezeigt, ganz einfach verlängern. Auch für das A-Linienkleid habe ich ein Tutorial gemacht. Wirk- und Strickschnitt. Grundschnitte für gewebten Stoff werden nur aus Designgründen manchmal für Jersey auch verwendet. Für dehnbare Stoffe werden spezielle Schnitte konstruiert. Der Fachbegriff ist Wirk- und Strickschnitt. Schnitte für Strickstoffe benötigen eine geringere Bewegungszugabe und Abnäher werden mitunter weggelassen, denn der Stoff passt sich dem Körper besser an. Ärmel. Der Ärmelschnitt ist nie symmetrisch, außer manchmal bei sehr weiten Jersey-Oberteilen. Der Vorderärmel ist immer schmäler als der Hinterärmel. Kein Ärmel hat seine senkrechte Achse genau in der Mitte. Es gibt drei Ärmelgrundschnitte, eng, schmal und weit. Ein gut sitzender Ärmel und das dazu passende Armloch kannst du dann auf neue Konstruktionen übertragen. Vermisst du ein Thema? Benötigst du Hilfe bei einem Projekt? Dann schreib mir, ich werde ein neues Video zeitnah erstellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge ist dann die Nummer 2.